die Situation eines Bewerbungsgespräches. Da hat sich ein Pfarrer bei einer Gemeinde zu bewerben. Bei uns ist das noch nicht so üblich, aber das ist auch sehr im Kommen. Das wird ganz stark angefordert, dass die Gemeinden ja auch mitreden wollen. Bei unseren protestantischen Schwestern und Brüdern ist das gang und gäbe. Und wenn man dann mit den Bewerbern spricht, dann hört man oft sehr leidvolle Geschichten. Die sagen, ich habe mich so oft beworben, ich bin aber immer nur der Zweite geworden. Wer ist oft der Erste geworden? Der oder die Menschen beeindruckt hat. Mit einer kleinen netten Anekdote, einem Witz. Das mögen Gemeinden heute. Nicht nur heute, auch damals. Auch damals am Beginn des Christentums mochten die Gemeinden beeindruckende Gestalten, die ein bisschen unterhaltsam waren. Wenn wir diese Tabelle anlegen, dieses Anforderungsprofil entwerfen, dann wäre die christliche Gemeinde von Korinth bis heute nicht gegründet. Denn Paulus entspricht diesem Profil nicht. Paulus hat keine netten Anekdoten zu erzählen und Paulus macht eigentlich so gut wie keine Witze. Der muss deshalb noch keine humorlose Person gewesen sein. Aber die Frage ist doch, worauf kommt es an, wenn wir von Christentum reden, wenn wir von christlicher Gemeinde, von Kirche sprechen? Wir haben hoffentlich die Worte Jesu noch im Ohr, die er uns eben in der Bergpredigt gesagt hat. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ihr habt eine Bedeutung, ihr habt eine ganz bestimmte Aufgabe. Die Aufgabe für Christen besteht nicht in Entertainment, nicht in dem, widerspruchslos zu sein, nicht in dem, sich einfach nur unauffällig wegzuducken oder sich dem, was gerade in ist, anzupassen. Wir lernen viel von Paulus, wenn wir ihm in diesen Wochen zuhören. Er ruft es seiner Gemeinde dort in Erinnerung. Es gibt Schwierigkeiten. Natürlich, es gibt immer Schwierigkeiten. Es gibt keine christliche Gemeinde ohne Schwierigkeiten. Überall, wo eine christliche Gemeinde nur eine Kuschelgruppe ist, ist irgendetwas falsch. Es muss Reibungspunkte geben in der Suche nach Wahrheit, nicht in persönlichen Intrigen. Das ist die Kehrseite. Das mag unterhaltsam sein, mag auch viele Leute mit ihrer ganzen Energie beanspruchen, ist aber fehl am Platz. Es muss um das Eigentliche gehen, liebe Schwestern und Brüder, aber was ist das Eigentliche? Paulus ruft es den Korinthern in Erinnerung. Als ich zu euch kam, kam ich nicht mit glänzenden Reden oder um eine gelehrte Weisheit vorzutragen. Also der hat eine tolle Idee, der hat eine super These in den Raum zu stellen, wo er sagt, ja, da muss man einfach zuhören, damit muss man zu tun haben. Als ich zu euch kam, sagt Paulus, wollte ich nichts kennen außer Jesus Christus. Nichts anderes gehört in den Mittelpunkt. Nur er, nur Jesus Christus. Und dann macht er noch einmal einen besonderen Akzent. Und zwar als Gekreuzigten. Daraus kann man ein Missverständnis des Paulus ableiten, als hätte Paulus nur sozusagen eine Kreuzestheologie. Nein, er sagt es ja zuerst. Nichts kennen außer Jesus Christus. Und Jesus Christus ist der Lebendige. Der Herr, sonst brauchen wir keine Kirche, sonst brauchen wir keine christliche Gemeinde. Paulus sagt es im gleichen Brief. Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, wenn er nicht lebendig ist, ist euer Glaube vollkommen sinnlos. Für die Katz. Aber bei euch, ihr Korinther, wollte ich besonders den Gekreuzigten in den Mittelpunkt stellen. Um das Spezifische des Christlichen noch einmal deutlich zu machen. Wenn wir heute über spezifisch Christliches reden, dann meinen wir, wir hätten schon alles erschöpft, wenn wir von Völkerfreundschaft reden, von Toleranz und wenn es hochkommt, ein bisschen Nächstenliebe. Ist gut, das ist alles nicht falsch, liebe Schwestern und Brüder. Aber das können andere auch. Im Mittelpunkt unserer Botschaft
muss Jesus Christus stehen. Und zwar so, wie ihn die Evangelien und wie ihn Paulus und das ganze Neue Testament bezeugen. Jesus Christus muss im Mittelpunkt stehen, auf den die Schriften des Alten Testamentes zulaufen und sich in ihm erfüllen. Alles andere, was wir unternehmen, ist nicht unwichtig, muss aber darauf hingeordnet sein oder von dort her abgeleitet sein. Wir denken heute so viel darüber nach, wie können wir denn den Menschen, die nicht mehr kommen oder denen die Botschaft der Kirche vollkommen egal ist, dann reden wir über eine neue Sprache, mit der wir die Menschen erreichen. Ich weiß es nicht, wenn wir uns einfach den Sprachgewohnheiten anpassen, ich weiß nicht, ob wir so schnell sind, wie sich Sprachgewohnheiten ändern. Ich habe da meine Skepsis oder inzwischen meine Erfahrung mit der Kirche, ich glaube, sie ist nicht so schnell. Also immer dann, wenn sie gerade angekommen ist, ist es schon zu spät, das macht auch keinen guten Eindruck. Das merken Sie so, wenn wir so Jugendsprache anfangen zu sprechen. Die Jugendlichen lachen sich schlapp oder fühlen sich gar nicht angesprochen, weil sie sagen, ach mein Gott, ist der von vorgestern. Das hat gar keinen Zweck. Warum bleiben wir nicht bei unserer Sprache? Warum bleiben wir nicht bei dem, was Paulus Weisheit Gottes nennt? Was ist das? Ist das jetzt nur so eine super kluge Redeweise oder Idee? Wenn wir sagen, wir sind Christen, sind wir in dieses menschliche Leben, so wie es jetzt ist, mit allem Für und Wider, mit allem Guten, auch allem Schlechten, hineingestellt. Aber wir sind noch in etwas Größeres hineingestellt, weil wir Christen sind. Wir sind in einen Horizont hineingestellt, der aufgerissen ist, der geöffnet ist, und zwar gerade durch das Kreuz, der Erde und Himmel verbindet, der Mensch und Gott verbindet. Das ist die größere Weisheit des Christentums, sich nicht einschränken zu lassen. Nicht nur das Vorhandene zu sehen, sondern tiefer zu blicken. Was ist der tiefere Blick, der sich zeigt, wenn wir vom Kreuz Christi sprechen? Ist es nicht so, dass wir dann auch lernen, im Leiden noch einen Sinn zu sehen? Noch einmal, man kann das nicht genug betonen. Wir sind nicht die Religion, die das Leiden sucht oder die Leiden künstlich herstellt. Das ist Unsinn. Das wäre nihilistisch. Nein, aber die mit dem Leid, das da ist, umgehen kann, weil sich gerade im Kreuz Christi zeigt, dass wir im Leiden tiefer blicken lernen. Und zwar im Leiden direkt blicken auf Gott, der sich zeigt im gekreuzigten Christus, in diesem verblutenden Jesus von Nazareth, der nichts mehr bewegen kann, weil man ihn ans Kreuz angenagelt hat. Vollkommen wehrlos. Am Ende nur noch mit einem Schrei auf den Lippen und der Frage nach, wozu? Warum, Gott, hast du mich verlassen? Dem Psalm, den er am Ende betet. Ich wollte unter euch nichts anderes wissen als Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Wir sind heute alle in der Gefahr, liebe Schwestern und Brüder. Ich nehme mich da nicht aus. Das Angepasste und das Einfachere zu suchen. Und wir wundern uns dann, dass die Menschen das Angepasste und Einfachere woanders noch viel einfacher finden. Wir müssen schon zu dem stehen, was wir im Glaubensbekenntnis gleich wieder fromm aufsagen, weil Sonntag ist und das immer nach der Predigt kommt. Aber das reicht nicht. Wir müssen schon versuchen, uns in dieses Bekenntnis hineinzubeugen. Und Paulus sagt noch etwas anderes, wenn wir schon über die Aufgabe des Apostels sprechen. Den sich, und das ist eigentlich eine gute Tradition in unserer Kirche, einen Apostel, den sich die Gemeinden nicht aussuchen, die Korinther haben auch nicht abgestimmt, ob sie jetzt von Paulus gegründet werden wollen, der ist einfach gekommen, so wie er war. Er hat einen Auftrag vom Apostelkollegium. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Du gehst zu den Heiden und verkündest ihnen das Evangelium.
Das ist die alte Linie, die aus dieser Zeit kommt, wenn heute der Bischof einen Priester in eine Gemeinde schickt, der nicht gewählt wird, weil die Nase passt oder weil der nett aussieht oder jung ist oder keinem auf die Füße tritt, sondern er ist geschickter Apostel. Und er hat dort nichts zu wissen als Jesus Christus. Und wenn es notwendig ist, wie bei Paulus in Korinth, als Jesus Christus, als den Gekreuzigten. Aber damit ist es noch nicht genug. Meine Botschaft, sagt Paulus, und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, ja, das wissen wir jetzt, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden. Paulus meint damit wirkliche Wundertaten. Wunder, die immer in der Kraft des Geistes getan werden. Nun werden Sie sagen, naja, das wäre doch ziemlich werbewirksam, wenn da einer vom Bischof geschickt wird und der wirkt Wunder. Das wäre doch mal was. Damit könnten wir vielleicht noch punkten. Ja, die Wunder geschehen natürlich nicht nur, weil der vom Bischof geschickt ist. Das müssen wir zugestehen. Die Wunder geschehen nicht, liebe Schwestern und Brüder, weil wir gar nicht versuchen, Wunder zu wirken. Weil Wunder in der Botschaft des Neuen Testamentes immer verbunden sind mit der Kraft des Gebetes, das sich verwurzelt in der Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, der Apostel, der da gesendet wird, auch heute noch, muss vor allen Dingen in dieser Kraft des Geistes wurzeln durch sein Gebet. Und dann kann er vielleicht das eine oder andere kleine, manchmal sogar größere Wunder tun. Aber das ist die Linie, die wir beachten müssen. Das ist kein Automatismus. Und wir haben damit ein wunderbares Profil, das uns Paulus gibt. Was ist der apostolische Dienst bis heute? Und worauf hat jede Gemeinde ein Recht, jede christliche Gemeinde, dass es ihr gesagt und in ihr gelebt wird? Nichts zu kennen als Jesus Christus. Verwurzelt zu sein in der Kraft des Heiligen Geistes, im Gebet, um dann inmitten dieser Gemeinde, auch hier, Wunder zu wirken.